Und noch einmal in den Süden hieß es für die Moskitos Auswärtsspiel in München beim ERC München. Ja, Christian Winkler und Harry Birk, die standen im Mittelpunkt der Woche. Ex-Trainer Bernie Engelbrecht hatte da doch über die beiden hergezogen in einem Zeitungsinterview. Die Münchner, die haben ja einige Ex-Essener. Andreas Raubal, Rick Goldmann hatten wir vorher gesehen. Jochen Vollmer, der wird spielen. Hardy Wild mit einer Knieverletzung nicht dabei. Da war erst der Verdacht eines Kreuzbandrisses, aber der hat sich nicht bestätigt. Und hier haben wir im Bild den Neuzugang aus Duisburg. Das war Jade Galbraith, letztjähriger Topscorer der Oberliga vom SC Rüsselsee. Konnte sich in Duisburg nicht durchsetzen. Brent Robinson nach seiner Verletzung auch zum ersten Mal mit dabei. Und Schiedsrichter der Begegnung, Stascha Ninkow. Und wir wollen mal vergessen, was in der letzten Saison alles abgelaufen ist. Neue Saison, neues Glück, das gilt auch für die Schiedsrichter. Und das Spiel läuft. Erste Chance. Martin Seckerer. Gleich die nächste Chance. Kitos übernahmen zunächst einmal das Eis, die ersten Chancen. Und Joel Vollmer musste zum ersten Mal zupacken. Jetzt die Münchner mit der ersten großen Möglichkeit. Und wir sehen im Tor Jochen Reimer, erneut von den Düsseldorfern zur Verfügung gestellt. Stefan Schröder scheitert. Und gleich noch einmal die Münchner. Hier haben wir den neuen Mann, Galbraith. Scheitert an Reimer. Und da kommt er mit dem Schläger raus. Guter Pokecheck von Jochen Reimer. Und Beslagic mit seiner Chance. Immer noch 0:0.
Noch herrschte gute Stimmung unter den nur 1118 Zuschauern. Auch für Zweitliga-Verhältnisse ist das natürlich sehr, sehr wenig. Galbraith holt hier eine Strafzeit raus. Am Tor vorbei. Moskitos im Glück. Und Vollmer mit der Fanghand bei dieser Essener Chance. Die Münchner natürlich gefordert nach dieser Zeitungsgeschichte ihres Ex-Coaches. Da wurden vor allen Dingen die Ausländer kritisiert. Die Ankaufspolitik von Birk und Winkler standen da schwer unter Beschuss. Martin Bartek und die Scheibe rutscht rein. Dean Boyker ist noch mit dem Schläger dran. 1:0 für die Moskitos. Die Münchner also jetzt noch mehr unter Druck. Hier sehen wir es noch einmal. Bartek Schuss und der Abstauber von, wie kann es anders sein, Dean Boyker. Strafzeit hier. Andreas Rauball muss raus. Und Überzahl für die Moskitos damit. Die Chance zu erhöhen. Wieder die erste Reihe. Bartek, Sekera, Boyker. Bartek mit der Scheibe sucht eine Anspielstation, findet sie, Dean Boyker, sein zweiter Treffer, 2:0. Führung jetzt für die Moskitos nach 15 Minuten. Noch einmal die Wiederholung. Bartek Pass vors Tor und dann fälscht Boyker ab. Keine Chance für Vollmer. 2:0. Das sah schon recht beruhigend aus. Galbraith marschiert hier relativ einfach durch die Essener Abwehr. War doch zumindest im ersten Drittel auffällig, der Neuzugang. Da bleibt Schadewald kurz liegen nach dem Stockschlag. Minkow bei Winkler. Auch die beiden stehen natürlich unter Druck. Beides keine Coaches. Und Linkow tat gut, sich nicht von Harry Birk da beeinflussen zu lassen. Johansson und Jason Deitch. Neville Raut hat da noch von dem Essener Verteidiger angefahren am Ende. Da schüttelt Beslagic zwar den Kopf, aber der Check ging in den Rücken, durchaus korrekt. Bei stehender Uhr gibt es da gar keine andere Wahl in der Situation, als die 2 Minuten auszusprechen.
Damit setzen die Moskitos sich natürlich zu Beginn des zweiten Drills ein bisschen selbst unter Druck. Das war einer der angesprochenen Neuzugänge auch, Nibbel Rautert. Münchner mit namhaften Spielern, wie Rautert, Wieland, Galbraith, Goldmann. Da ist wieder Galbraith. Jetzt lief ein wenig die beste Phase der Münchner, auch wenn es hier erstmal eine Strafzeit gibt. Mike Compon bekommt die, willst du auch nicht wahrhaben. Und wieder Diskussion. Ninkov Winkler. Lars Müller. Martin Bartek verpasst knapp. Jason Ditsch. Und Reimer. Bartek setzt sich gut durch, Sekera verpasst die Scheibe. Und der Konter. Brent Robinson setzt die Scheibe übers Tor, auch von Johansson noch gut gehindert. Und Wieland mit Glück. Aber die Scheibe ist drin. Anschlusstreffer für München. Nur noch 2:1 für die Moskitos. Ja, wenn man boshaft sein will, kann man schon fast sagen, unter diese Blockfahne passen alle Münchner Fans, die zu diesem Zeitpunkt im Stadion waren. Hier sehen wir es noch einmal. Und 1100 Zuschauer in dieser Halle. Das ist natürlich fast gar nichts. Und da eine erneute Strafe gegen München. Wieland geht raus. Wir sehen die Wiederholung hier. Auch da gibt es gar nichts drüber zu diskutieren. Der Spieler ist für sein Spielgerät verantwortlich. Gefährlicher Schuss von Wieland. Durcheinander vor dem Essener Tor. Aber die Moskitos behalten die Übersicht. Immer noch Führung für die Moskitos nach 40 Minuten, 2:1. Und wir sind im letzten Abschnitt. Wieder die erste Reihe und da knallt Martin Sekera, 3:1. Wieder der erste Block. Nicht zu stoppen von den Münchnern.
hat ganz genau gepasst. Münchner mussten natürlich jetzt kommen, mussten alles nach vorne werfen. Anweisungen von Jari Parsan. Und Bartek scheitert an Vollmer. Überragend auf dem Eis. Der Mann mit der 23. Vollmer, der Münchner Goalie. Ihm war nichts vorzuwerfen. Glück, dass Hubauer da die Schlittschuhe noch hochbekommt. Es hätte auch eine böse Verletzung geben können. Goldmann da vor dem Tor, aber die Essener stehen da wie eine Wand. Und wieder Reimer. Ja, die Münchner hatten inzwischen Fedorek und Akins schon nach Hause geschickt. Daher auch die Neuzugänge Neville Rautert und Jade Galbraith. Pech, dass hier Linkov die Scheibe blockiert. Aber es kann ja mal passieren. Letztendlich kann ein Schiedsrichter sich auch nicht in Luft auflösen. Und da gibt es dann Eis. Referee on the rocks in diesem Fall. Und Winkler und Birk bemüht, eine Linie zu finden, vielleicht dieses Spiel noch zu drehen, vielleicht noch den Ausgleich zu erzielen. Robinson am Tor vorbei. Scheibe kommt nach vorne. Bartek spielt quer. Lars Müller. 4:1. Natürlich das Tor leer. Vollmer vom Eis. Das war es natürlich jetzt endgültig. Obwohl selbst beim 3:1 konnte man nicht mehr davon ausgehen, dass diese Münchner Mannschaft noch was bewegen könnte in den letzten Sekunden. Elf Punkte insgesamt für die erste Reihe. Bartek, Boyka und Sekera in diesem Spiel nicht zu halten, nicht zu kontrollieren. Drei sichere Punkte bringen die Moskitos aus München mit. Und wir kommen dann gleich zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Nach der Verabschiedung von den Essener Fans. Ach, guten Abend zusammen. Herr Winkler hat vorher gecoacht. Im zweiten Drittel hatten wir sehr große Probleme. Wir wussten, dass Heimmannschaft heute alles geben wird, besonders die Spieler, die kritisiert wurden. Es war am Anfang ein bisschen für die Heimmannschaft, die haben ein bisschen gesucht, war in gewisser Weise verunsichert, das hat man gesehen. Im zweiten Drittel war München die Mannschaft deutlich die bessere Mannschaft. Unser Torwart hat uns gerettet.
Und im letzten Drittel, ich sehe das so, München hat sehr viel investiert in die ersten 40 Minuten und im letzten Drittel war ein wenig mental und physische Energie weg. Wir waren heute insgesamt eine dick bessere Mannschaft, weil mein Überzahlspiel besser geklappt hat. Und ich bin der Meinung, der bessere Torwart hat das Spiel entschieden und Reimer war unglaublich wieder heute. Und wir sind sehr glücklich, dass wir die 3 Punkte hier geholt haben. Danke. Geht das, Jari? Erstmal gratuliere an Jari und seine Mannschaft für den Sieg. Ich glaube, er hat schon alles gesagt. Wir haben uns viel vorgenommen heute, wir haben die ganze Woche viel gesprochen, um die Köpfe frei zu bekommen, weil ich meine, es geht ja nicht an den Spielern alles irgendwie spurlos vorüber. Der erste Wechsel war dann gleich nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, sind dann aber, glaube ich, immer besser ins Spiel gekommen. Kriegen dann ein cooler Tor zum 0-1, kriegen dann in Unterzahl, was der Strafzeit war, kann man sich streiten drüber, aber egal, hat es pfiffen, kriegen wir das 0-2 und dann kann man sich vorstellen, was in der Mannschaft vorgeht, die eh schon verunsichert ist und dann 0-2 hinten liegt zu Hause. Im zweiten Drittel, glaube ich, haben wir, das war eins unserer besten Drittel in dieser Saison, haben wir, glaube ich, das Spiel klar dominiert, aber es ist halt so, wenn du selber die Tore nicht machst, dann kriegst du sie. Und dafür sind wir heute halt dann mit dem dritten Tor im letzten Drittel bestraft worden, das eigentlich aus dem Nichts gekommen ist. Und das 3-1 war in meinen Augen für uns dann der Genickschuss. Da haben wir uns nicht mehr richtig erholt davon, obwohl wir alles weiter versucht haben. Ich glaube, den Einsatz, den kann man heute Mannschaft keinesfalls absprechen. Und wir müssen jetzt einfach drauf weiter aufbauen. Wir investieren einfach zu viel, sage ich, für das, was im Endeffekt rauskommt. Ja. Und vielleicht ist das wie eine Ketchup-Flasche, dass irgendwann jetzt einmal der Ketchup rauskommt und dann alles auf einmal. Ich hoffe am Sonntag, wir werden die Mannschaft morgen wieder aufrichten und dann fahren wir nach Landshut. Dankeschön. Danke Christian, gibt es Fragen?